Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go. Wir befinden uns in Orania City und müssen hier jetzt mal sozusagen das Boot finden. Ach, vielleicht wundert ihr euch, was für ein cooles Outfit ich anhabe. Und zwar ist das das Evoli-Outfit. Das bekommt ihr hier drinne. Dort ist nämlich ein ganz interessanter Herr, der sitzt da hinten. Und das ist einer der größten Pokémon-Sammler. Und der, wenn ihr euch ein bisschen mit ihm unterhält und ihm seine Geschichten zuhört, die echt langweilig sind, die auch immer Blabla enden, dann schenkt er euch dieses Outfit. Und das habe ich jetzt mal angezogen. Ich finde es ganz cool, passend zu meinem Evoli. Und ja, deswegen. Evoli? Ja. So, wir wollen jetzt aber mal gucken. Wir sind in Orania City. Wir wissen, es gibt hier ein Boot. Warte mal, wir können ein bisschen shoppen gehen. Gibt hier ein Boot. Und dieses Boot, da können wir raufgehen, denn wir haben ja ein Ticket. Ich will etwas kaufen. Was möchtest du denn kaufen? Ich glaube, ich kaufe einen Superball. Und zwar kaufe ich davon 10 Stück. Möchtest du 10 Superbälle? Die möchte ich haben. Danke. Bitte sehr, vielen Dank. Du verstaust deinen Einkauf in der Fangtasche und bekommst als Bonus einen Premierball dazu. Danke. So, wir könnten auch was verkaufen. So, wir könnten auch einen Supertrank kaufen. Der wird uns ein bisschen mehr heilen. Da kaufen wir, nehmen wir auch mal ein paar Stück von mit. 5 Stück. Einmal so. Man weiß nicht, was für harte Kämpfe noch vor uns liegen. So. Und jetzt, gucken wir mal, was verkauft bekommen. Habe ich überhaupt irgendwas, was wir verkaufen können? Ich weiß das gar nicht. Domfossil. Ich weiß nicht, ob ich das verkaufen soll oder einfach behalten. Ach komm, wir behalten den ganzen Kram. So, dann gehen wir hier raus. Also, danke für den Besuch. Kein Problem. Und wir suchen uns jetzt ein nettes Plätzchen. Und zwar auf dem Boot. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reinkommen direkt. Da ist der alte Herr. Das ist eine Hütte. Mal hier längs. Hier hinten, da baut er sein Grundstück. Und wir gehen mal hier runter. Hier gibt es bestimmt... Oh, guck mal hier. Sieht aus wie ein Steg. Kommen wir bestimmt zum Boot hin. Ein Seebär. Reden wir mit ihm. Die MS Anne ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City Halt. Oder ich hab Glück, dass sie heute dieses Jahr das macht. Und? Oh. Willkommen auf der MS Anne. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Du zeigst den Matrosen dein Bootsticket. Vielen Dank, willkommen an Bord. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord kommt. Dafür gibt's ein Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich besser spüren. Du hältst Matrosenset. Halte ich es auch für meinen Evoli? Wollen mal reingucken? Vielleicht hat Evoli ja auch so ein cooles Set bekommen. Wir schauen uns das mal an. Klamottenkoffer. Outfit für Tim Wien. Hat das auch? Da, eine Matrosenkappe. Highlight. Und er kriegt auch ein schönes Hemdchen dazu. Matrosenshirt. So, wir können mal gucken. Also ich finde mein Outfit ziemlich cool. Wie findet ihr das? Wir gucken mal, wie das Matrosenteil bei uns aussehen würde. Gucken wir uns das Oberteil an. Ich finde das Evoli ziemlich cool. Das behalten wir an. So. Ich bin gespannt auf der MS Anne, was da so gibt. Wenn ich mich recht entsinne, kriegen wir auf jeden Fall dort ein Werkzeug, womit wir Büsche schneiden können. Ich meine, der Kapitän kann das. So, die MS Anne. Pimpf. Schanzen, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wimmelt nur so von Trainern. Ah, sieh an. Das ist ja Schanzen. Ach, und Pimpf auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Ich bekomme einen Yantara-Sable von Blau. Du verstaust es in der Medizintasche. Eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ich habe schon mal gegen sie gekämpft. Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Klar. So. Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Klar. Einige der Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nach Abwechslung sehen. Wundere dich also nicht, wenn dich der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Kann man hier in das Zimmer reingehen? Hallöchen. Du Hickisch. Ist
Stuart, ich hätte gern etwas Süßes. Bringen Sie mir doch eine Vanilleschnitte. Hä? Wie kennst du Stuart, du Spacko? Aber vielleicht finden wir ja eine Vanilleschnitte. Und dann können wir ihr das geben. Ich gehe mal in die Räume rein. Guck mal da oben. Guck mal hier. Mein Knuddelluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Ja. Okay. Lass uns auf dem Board mal umschauen. Was sagt er denn zu mir? Moin moin, du Landratte. Ich arbeite als Steward hier auf dem Korn. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann, ne? Sehr gesprächig bist du aber nicht. Nee, bin ich nicht. Oh, wo geht's hier hin? Wir sind in der Kombüse. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also störe mich bitte nicht. Okay. Sind alle sehr beschäftigt. Oh, hier liegt ein Pokéball. Boop. Du findest eine Sprühdose Superschutz. Geil. Ab in den Beutel damit. So, also hier ist nicht so viel los. Wir gehen mal wieder raus. Was, willst du Essen schnappen? Nee, können wir nicht. Gehen wir wieder raus. So. Sollen wir hier hochgehen? War ein Deck bestimmt, ne? Nee, doch nicht. Oh, hier ist noch ein Matrose. An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes befinden sich Trainer aus aller Welt. Einfach jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir in den Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Das ist doch super. Es ist auch echt groß, das Schiff, oder? Man kann wahrscheinlich in jeden Raum reingehen und in jeden Raum finden wir was. Wir gehen mal einfach hier rein. Guck mal. Hast du schon mal den Go-Park bei Fuchsiania City besucht? Es gibt dort viele seltene Pokémon zu sehen. Ja, das Pokémon Go bringen sie natürlich auch mit hier ein in dem Spiel. Soll uns aber egal sein. Ich tut mir leid, aber ich habe das auf dem... Hey, Schansen! Oh oh. Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Gerade sah er leider nicht gut aus. Er scheint seekrank zu sein. Aber du solltest trotzdem einen Besuch abstatten. Ach ja, bevor du hochgehst, lass mich doch eben überprüfen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Wow! Der Pimp will's wissen. Mein Erzfeind. Kriegt er uns natürlich wieder vor die Flinte hier. So. Pokémon-Trainer Pimp fordert dich heraus. Soll er. Mal gucken. Oh, jetzt hat er 3 auf jeden Fall. Los, Tim. So, die finden auf jeden Fall Feuer nicht gut. Bin mir ziemlich sicher. Deswegen werden wir ihm mal die Flügel stutzen. Ah, nicht sehr effektiv. Oh, Sandwirbel. So einen von Kopf geknallt noch. Oh. Sandwirbel wieder. Das ist natürlich nicht gut. Meine Abwehr sinkt. Aber ich glaube, wenn wir ihn jetzt nochmal einen Tritt vom Kopf verpassen, dann sollte er Geschichte sein. Ach, schade. Ich dachte, die Verbrennung zieht ihn noch runter. Hat sie aber leider nicht. Dann kriegt er einen Doppelkick noch von uns. Was? Supertrank? So ein Arsch. Natürlich ärgerlich. Jetzt greift er auch mal an, denn eigentlich? Dann greifen wir an. Taggeln wir ihn. Flügelschlag ein. Ah. Volltreffer? Werden wir gleich mal sehen, du. So. Komm her. Jetzt noch ein Taggle von mir. Und dann ist dein Pokémon-Geschichte. Wir hatten alle Erfahrungspunkte. Pikachu erreicht Level 18. Sehr gut. Lichtschild zu lernen. Soll eine bekannte Attacke. Wir gucken uns mal an, was das Lichtschild macht. Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezialangriffe 5 Runden. Haben wir noch was, was Pikachu da kann? Nee, machen wir nicht. So, Knuffel erreicht Level 20. Pikachu. Okay, möchtest du ein Pokémon wechseln? Nee. Wir machen nochmal Pikachu auch mal kurz fertig. Immer wir schon ansetzen, Brand. Zack. Oh, das ist sehr effektiv, das Ding. Ah. Das macht nichts.
Warum kriegst du noch einen Tritt vom Kopf von mir? Ein Doppelkick kann ich eben hier auch. Ups. Ja. Komm schon. Was? Schon wieder verfehlt? Das kann doch gar nicht sein. Stirbst halt so. Tja, Pikachu. Wieder Erfahrungspunkte. Wir sind aufgestiegen. Ne, doch noch nicht. Ah, ganz knapp. Wir wechseln nicht, wir kämpfen weiter. Okay, Feuer gegen den ist auf jeden Fall sehr effektiv, das wissen wir schon. Da könnten wir ihn, glaube ich, zumal fast gleich wegbringen. Wegmachen. Schon wieder verfehlt, scheiße. Verfehle ich denn die ganze Zeit? Hab ich denn eng... Das klappt, okay. Müssen wir gleich nochmal machen. Ah, Säure. Okay, jetzt versuchen wir mal den Brand. Müsste jetzt da eigentlich treffen. So. Ah. Weiter so. Ich glaube, mehr hat er nicht. 107, jetzt sind wir aufgestiegen. Sehr gut. 24. Tim versucht Bodycheck zu erlernen. Ja, zeig mir den mal Bodycheck mal. Kein Bodycheck denn. Aber ich will mich nicht selber versetzen. Also lernen wir den nicht. Nein. So. Yes. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du gewinnst wieder ziemlich viel Geld. Also ich, ne? Wein noch nicht gleich. Du hast wirklich schwer was auf dem Kasten, Schanzen. Naja, das Leben geht weiter. Also los, geh zum Kapitän und lass dir seine Technik beibringen. Bis später. So, fragen wir den Kapitän mal, ob er uns die Scherentechnik beibringt. Was ist mit ihm los? Spuckt er gerade? Mir geht's nicht gut, ich bin seekrank. Du zeigst dem Kapitän, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Einatmen, ausatmen. Puh, vielen Dank, jetzt geht's mir gleich um Welten besser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu erlernen? Den Gefallen tue ich dir natürlich gern. Komm doch mal hier rüber. Evoli? Hehe, sieht so aus, als wolle auch dein Evoli die geheime Technik unbedingt lernen. Tut mir leid, Kleines, aber nur Menschen können geheimliche Techniken lernen. Da hinten hat er ja schon im Baum stehen. Du lässt nicht locker was. Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist mir noch nie untergekommen. Ein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl wirklich ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesen Evoli meine absolute unschlagbare geheime Technik beibringen. Komm doch bitte mal hier rüber. Komm, geh rüber zum Loveboat, Captain. Oh! Hiya! Tim hat die geheime Technik Spaltschnitt gelernt. Ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Er hat die geheime Technik Spaltschnitt gelernt. Spaltschnitt hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier's doch einfach mal an den Strauch in Morania City aus. Jetzt, wo es mir besser geht, wird es langsam Zeit für die Arbeit. Die MS Anne sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Pass gut auf dich auf. So, wir müssen, ist natürlich schön, aber trotzdem würde ich ganz gerne noch ein paar Trainer hier treffen, dass wir ein bisschen was üben können, oder? Kann nicht sein, dass hier keine sind. Mal hier ein paar Türen rein. Ich habe vorhin den Kapitän gesehen, er sagte ihm sehr übel, er war kreidebleich. Anscheinend werden mehr Leute so krank, als man denkt. Ja, es werden immer viele Leute seekrank. Trotzdem müsstet ihr mir ein bisschen hier oben rein. Vor 15 Jahren hätte ich mit Links gewonnen. Ich bevorzuge Pokémon, die sowohl stark als auch selten sind. Du findest ein Nugget. Lohnt sich doch mal in ein paar Kabinen zu gehen. Aber richtige Trainer haben wir noch nicht entdeckt. Habe schon Leute gesehen, die auf Pokémon übers Wasser gereist sind. Ich gehe jetzt mal ein paar Türen durch. Die Party?
Die dürfte längst vorbei sein. Na gut, wir suchen jetzt mal die Party auf. Ich denke mal, auf der Party werden die wahrscheinlich alle rumalbern. Weil wir müssen natürlich ein bisschen hoch. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfs. Vielversprechende Talenten zeigt er sogar die geheime Technik. Uns hat er sie gezeigt. Weil wir vielversprechend sind. Uli! Na? Tim ist ganz aufgeregt. Tim will sich offenbar weiter vorne auf dem Schiff umsehen. Machen wir. Uli! Uli, oh, guck mal, wie er sich freut. Ihr blickt zusammen aufs Meer. Tim sieht sehr glücklich aus. Ist schon schön, auf so einem Boot zu sein, das vor Anker liegt. So, was mit dir? Bist du ein Trainer? Und mir ist total übel. Ich hatte gehofft, das frische Luft würde vielleicht helfen. Mein Vater meinte, es gäbe 100 verschiedene Pokémon-Arten. Ich denke, ja, es gibt mehr. Also hier gibt es auch nicht viel mehr. Zu sehen oder zu entdecken. So, laufen wir zurück. Er schaut sich immer noch das Bild an. Soll er, ne? Hier noch einen Weg. Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, das war die Küche. Da irgendwo noch einen anderen Weg geben, wo wir hin können. Sonst wäre es ja sehr langweilig. So ein großes Schiff und keine Trainer. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber hier geht's auf jeden Fall runter. Dann guckst du eine Tür rein. Tatsächlich ein Seebär. Aha, wie wär's? Willst du nicht auch Matrose werden? Nein. Will ich nicht. Ich will Pokémon-Trainer werden. Beziehungsweise bin ich ja schon. Okay, hier gibt's nichts mehr. Die letzte Tür gehen wir auch mal rein. Last door on the right. Okay, also wir finden hier, glaube ich, irgendwie nichts. Komisch. Ich hätte gedacht, es gibt hier wirklich noch irgendwas zu entdecken. Weil es wird hier, da hat irgendwas von vielen Trainern geredet. Ich sehe ja keinen einzigen Trainer. Gehen hier auch nochmal rein. Oh. Auch ein gruseliger Anblick. Ein Opa zu sehen, der da liegt und. So, da gehen wir wieder runter vom Schiff, ne? Oder? Ich glaube, es ging gerade wieder runter. Oh, jetzt legt es ab. Super Zwischensequenz. Die haut es raus. Oh, hier. Ach, verflixt. Dreh dich mal um. Oh. Ich war so darin vertieft, Zeichnungen vom Wehren zu faken, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie mein Schiff in See gestochen ist. Das nenne ich Pech. Naja, ich schätze, dass ich wohl noch ein Weilchen bleiben werde. Die Farbe des Meeres hier in Kanto hat es mir wirklich angetan. Tja. Oh, da drüben. Jetzt können wir rüberziehen. Naja, machen wir. Jetzt können wir nämlich diesen Strauch wegfrimmeln. Machen wir jetzt mal. Allerdings, glaube ich, können wir uns gegen den... können wir noch nicht kämpfen gegen... gegen den Trainer sozusagen. Howdy, künftiger Champ. Wie geht's und wie steht's? Hier geht's zur Arena von Orania City. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Für dich und Evelyn sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier es am längsten gleich mal aus. Schau, können wir gezielt einen Schlüssel Weg räumen? Möchtest du deinen Partner die geheim mit? Yes. Ja. Guck mal. Farbel Huff, dein Partner, hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht auch nun offen und du darfst dich offiziell an ihr versuchen. Ich werde drin auf dich warten. So, gehen wir mal hin. Was? Wir probieren es mal. Also ich meine, wir sind natürlich nicht gut. Wir probieren es noch nicht. Wir gucken erst mal rein. So, wir fragen mal nach, was für eine Dings es hier gibt überhaupt. Was für eine Stärke. Sonst gehen wir mich noch mal kurz ein bisschen trainieren. Nicht so schnell, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Der knallharte Arena-Leiter Major Bob weiß Elektro-Pokémon geschickt einzusetzen. Flug- und Wasser-Pokémon haben gegen sie schlechte Karten. Okay.
Pass auf, dass deine Pokémon nicht paralysiert werden. Major Bob ist außerdem sehr vorsichtig. Es ist gar nicht so leicht, an den Run zu kommen. Ja, also pass auf, wir gehen nochmal kurz raus. Erstmal müssen wir unsere Pokémon wieder ein bisschen mit Leben befüllen. Ein bisschen gelitten. Ach, das ist immer wieder davor, das ist ja bescheuert. Können sie den auch komplett weglassen, oder? Macht das Sinn, den immer wieder hinzupacken? So schnell wächst kein Busch und kein Strauch. So, gehen wir ins Pokcenter und lassen uns mal unsere Pokémon heilen. Wir können vielleicht auch gleich noch ein bisschen aufwerten. Das machen wir gleich nochmal. Hallo. Willkommen im Pokcenter. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Mach das. Mach das fit. Mach meine Pokémon fit. Kleine Sau. So. Oh, das macht er gut. Endlich mal jemand, der was kann. Vielen Dank für deine Geduld. Kein Problem. Gerne wieder. So, topfit. So, jetzt können wir mal kurz in unseren Sack gucken, hier in unseren Beutel. Da haben wir ein paar Bonbons, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, wie viel, aber vielleicht können wir auch nur Flottbonbons. Wir haben leider keine, die über 30 gehen. Aber wir haben ja ein paar Pokémon, die wir sozusagen mal an den Professor schicken können. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben keine gesammelt mehr. Das ist nicht ärgerlich. Das heißt, wir müssen aber, um eine Arena zu besiegen können, brauchen wir Pokémon, die... Wasser-Pokémon können wir nicht gebrauchen. So. Ja, Bericht. So, naiv. Vitania. Mit Level 3 erhalten ist. Impulsiv. Nufensa. Pflanze. Gift. Gut. Also die können wir drinnen lassen. Achso, wir können ja mal direkt reingehen. Pass mal auf. Gib mir mal einen Bericht. So kann man sich die Pokémon angucken und weiß, was sie sind. Guck mal da. Unten sehen wir jetzt. Alabastia, Level 5, Prügelgern ist ein normaler Pokémon bis jetzt. Pikachu ist Elektro. Elektro gegen Elektro, ja, was soll man machen? Wir haben den nun mal. Pflanze, Gift. Finde ich ganz gut. Gestein, Boden ist wahrscheinlich auch sehr effektiv. Gestein. Das Wasser-Pokémon brauchen wir gar nicht so richtig einsetzen. Es bringt nichts. Und dann haben wir noch eine Fee. Geil, eine Fee. Gut. Also, es sind nicht die besten Pokémon, die wir haben. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen trainieren und müssen irgendwo ein paar Trainer finden. Aber es gibt auf jeden Fall Wege, wo wir da hinkommen. Also wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Boom, Balls. Die Karte müssen wir auch so schnell aufrufen können. Kann man vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie. So, wir sind hier. Wir könnten natürlich hier reden, Route 11. Oder wir gehen hier hoch und gehen dann hier Route 7. Route 8. Bevor wir uns an diesen Meister hier versuchen. Hier sind wir in Saffronia City, sind wir noch durchgeeilt. Und einige Stellen können wir auch gar nicht weiterkommen. Zum Beispiel hier hätten wir auch durchkommen können. Können wir aber nicht. Okay, also bevor wir uns an den Meister versuchen, müssen wir noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Es sei denn, wir gucken uns den Meister einfach mal an. Sollen wir das mal machen? Wir gehen da mal rein. Ich kann euch aber sagen, das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber wir suchen es einfach mal. Vielleicht können wir die ersten Jahre schon mal platt machen. Und dann haben wir nachher nicht mehr so weit zum Trainer. Aber ich glaube, das ist auch der einzige, was wir machen. Wir machen einen Versuch und wenn wir es nicht schaffen, machen wir es in der nächsten Folge. Guter Vorschlag, oder? Abgemacht? Abgemacht. So. Ach, guck mal, das ist eine rote Methode. Gehen wir hier rum. Oh. Der Gentleman kommt. Shit. Als ich noch in der Armee gedient habe, war Major Bob mein Vorgesetzter. Bei seinem Training ging es immer Schlag auf Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes. Sorry, aber du bist doch mindestens 40 Jahre älter als Major Bob. Wie kannst du denn unter ihm gedient haben? Da warst du ein absoluter Loser bei der Armee. Keine Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Nun gut. Gentleman Orson fordert dich heraus. Pikachu. Ja, die haben alle... Okay. Okay, der ist auch schon Level... Fackeln wir ihn erstmal ab. Zack. Das mag Pikachu mich überhaupt nicht. Weil jetzt mag ich Blitz, glaube ich, auch nicht so. Jetzt bin ich natürlich paralysiert, was nicht scheiße ist. Ah, er überwindet aus eigener Kraft. Wie cool ist er denn? Okay, pass auf, da kriegst du nur eine Klatsche von mir. Müsste reichen bei dir. Top, er setzt Top-Genesung ein. Ist er bescheuert? Scheiße. So, kriegst du gleich noch einen Flächenbrand von mir. Dann bist du mich weg, glaube ich. Zack. So. Dann haben wir den nächsten kommen. Hat er noch einen? Kleinstein ist 20 geworden, okay. General Orson wurde besiegt.
Stopp! Du bist zu gut! Oh, ich gewinne aber echt viel Asche da gerade. So. Ich glaube, wir besiegen erstmal alle hier, glaube ich. Was nochmal? Mir ist egal, was für ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Also ich glaube, wir sind zu schwach für Major Bob. Aber für die hier, die können wir noch kriegen. Und da müssen wir leider aufhören. Matrose Martin fordert dich heraus. Er setzt Magnetilo ein, okay. Okay, also, ich würde einfach voll den Tackle einsetzen. Einfach nur, um ihn ein bisschen... Okay, er bringt nicht so viel. Der Donnerschock. Oh. Aus eigener Kraft überwindet er Paralysis. Hammergut, Tim. Tim, du bist hammergut. Okay, pass auf. Versuchen wir ihn ein bisschen anzuzünden. Zack. Das ist sehr effektiv. Okay, müssen wir uns merken. Wow, du hast mich ganz schön überrascht. Du gewinnst Geld. Okay. Also, ich greife mal von der Seite an. Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich mir meinen Platz hier gesichert. Gucken wir mal. Okay, los Musiker Alfred, zeig was du hast. Voltoball, okay. Also eigentlich fahre ich ganz gut mit dem Flaggerbrand hier. Erleide Verbrennung. Setz Finale ein. Was ist dein Finale? Eieiei. Okay. Nicht so viel Schaden gemacht. Und er ist kaputt. Wer kommt da jetzt mit? Wir wollen nicht wechseln. Er setzt noch einen Voltball ein. Okay. Machen wir das gleiche nochmal. Na los. Dann kriegst du noch einen Klatscher von uns. Hier so einen kleinen Doppelkick. Das müsste reichen bei dir. Sehr gut. Ein Kurzschluss, du gewinnst Geld. Okay, also wir gehen jetzt zum Major Bob. Aber ich muss mich natürlich einmal heilen vorher. Das Problem ist bloß, glaube ich... Gucken wir uns auf Trank. So viele Tränke davon, deswegen wir werden den ganz... Obwohl, das reicht auch. Jetzt die Frage, wenn wir jetzt... Wir können natürlich nur im Kampf den anderen Kram einsetzen, ne? Okay. Was können wir denn... Können wir noch hier irgendwas mitmachen, dass wir hier irgendwie... Was ist das denn zum Beispiel überhaupt? Dieser Butterkeks ist ein Spezial... Er behebt alle Statusprobleme eines Pokémon, okay? Peter? Füllt die AP einer ausgewählten Attacke eines Pokémon um 10 Punkte auf. Jetzt die Medizintasche. Wir gehen auf die Kampftasche. Oh, warte mal. Doch, die Stärkungstasche. Haben wir nichts. Aber die Kampftasche. X Abwehr. Hebt den Verteidigungswert eines Pokémon im Kampf auf. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Okay. Hebt die Spezialverteidigung eines Pokémon im Kampf stark an. Eine mögliche Startung von einem Pokémon im Team wird für 500 verändert. Okay. Hm. Richtig viel haben wir da nicht. Hält wilde Pokémon vom Anwender fern und bewegt so, dass du keinen mehr begegnest. Wirkt länger als ein Itemschutz, okay. Hm. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wie kommen wir denn da rein? Hier ist ein roter Apfeleimer. Hier ist ein blauer Apfeleimer. Nicht so schnell, okay, war. Okay, haben wir schon mit ihm geredet. Okay, wie kommen wir denn an ihn ran? Wir haben jetzt alle besiegt. Die Berry will einfach nicht verschwinden. Dann lege dir ans Herz, den Abfalleimer neben dem blauen Abfall zu durchwühlen. Na sowas, im Abfall ist ein Schalter. Okay. Das erste Schloss ist überwunden. Dann müssen wir das nächste Schloss finden. Welcher Bob hat die Tür doppelt abgesichert? Ein Tipp.
Wenn du den ersten Knopf gedrückt hast, musst du den zweiten direkt im Anschluss drücken. Der zweite befindet sich übrigens direkt neben dem ersten. Ihr könnt natürlich überall sein, könnt natürlich hier drin sein, blauen, könnt aber auch in dem hier sein. Ah, okay. Na gut, müssen wir schon üben hier, pass auf. Erst den Knopf. Direkt neben dem ersten, also kann das ja noch oben oder unten sein. Oder vielleicht der blaue auch wieder. Da ist noch ein Knopf, guck mal. So, Major Bob. Du siehst aus wie so ein... Du siehst ein bisschen aus wie Geil von Street Fighter. So. Willkommen in der Arena von Urania City, du Rekrut. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern? Haha, du hast ganz schön Mumm, mit deinem halbgaren Team gegen mich anzukämpfen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen. Der Schock, weil er Elektro-Spacko ist, ne? Lustiger Witz. So, Arena, der Major Bob fordert euch heraus. Und was wird's sein? Voltoball. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir den etwas besiegen können. Wir probieren mal, ob es gleich klappt hier. Pass auf. Erstmal kriegt er einen Flaggerbrand von uns. Oh nein, Lichtschild, okay. Aber trotzdem hat es ein bisschen gesessen. Und verbrannt ist er auch. Sehr gut. Wir wollen uns schaden, wollte wohl. Okay, wir machen noch was. Und zwar einen ganz normalen Tackle. Donnerblitz, oh. Ah, zieht ganz gut rein. Okay, und da kriegt auch eine Verbrennung hinterher. Ah, warte, was wir jetzt machen. Wir gehen kurz in den Beutel rein und hauen den noch einen Trank rein auf unsen, weil die Verbrennung könnte ihn gleich noch zusätzlich schaden. Gucken wir mal. Ah, okay, jetzt ist der Donnerblitz nochmal ein. Soll er ruhig machen? Ah! So, wir nehmen noch einen Trank. Den kriegen wir vielleicht so platt. Ist ein bisschen nicht ganz so cool, aber trotzdem. So, Tam ist sehr dankbar. Natürlich ist Tim dankbar. Donald setzt er nochmal ein, aber jetzt stirbt er dann auch danach. Tschüss. So. Guck mal, wenn er jetzt kommt. Magnetillo. Nee, wir wollen weiterkämpfen. Magnetillo ist auch sehr anfällig gegen unseren Feuerteufel. Hoffentlich kann der nichts dagegen entgegensetzen. Das probieren wir jetzt mal. Das ist natürlich ein bisschen höher als wir. Das macht nichts. Zack. Und er wird auch noch verbrannt? Nee, leider nicht. Doch. Sehr gut. Verbrennung ist auch sehr gut. Oh, der ist höher als wir. Da sitzt natürlich ordentlich Power hinter. Ah, pass auf, das macht nichts. So, Lichtschild hört auf zu wirken. Aber wir müssen einen Supertrank nehmen. Wo ist es denn unser... Wir haben noch ein paar größere Tränke gekauft. Da, okay. Das ist schon der weg. So, Tränke. Bam. Was sagst du jetzt dazu, Major Tom? Major Bob, Entschuldigung. So, soll er doch irgendwas einsetzen, Donnerblitz? Auf jeden Fall stirbt er danach direkt. Zack. Okay, vielleicht besiegen wir ihn ja doch noch. Mal gucken, was wen er jetzt noch hat. Raichu, okay. Na, den wechseln wir trotzdem nicht. Aber Raichu, natürlich ein sehr fieses Viech. Wir haben jetzt nicht so viel Leben, aber 26. Wir machen nochmal einen Flächenbrand. Okay. Wenn wir vielleicht sterben wir jetzt. Ich weiß es nicht. Nee. Okay, da können wir aber nochmal. Da können wir aber nochmal ein Getränk nehmen. Ein kleines Getränkchen. So. Donnerblitz.
So, wir suchen nochmal was bei ihm. Und zwar machen gleich nochmal den Flächenbrand. Der hat ja ganz gut gesessen bei ihm. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass er uns nicht gleich komplett platt macht. Aber wir können gleich noch einen Supertank nehmen. Ja, guck mal, es passt doch. Keine Angst haben, Tim. Ich passe auf dich auf. Gut, dass wir so viele von den Supertränken haben. Jetzt können wir uns einmal heilen. Er kann das Donnerding machen und wir werden ihn trotzdem beim nächsten Ding dann platt gemacht haben. So. Boah, das müssen wir ja wohl dafür, im nächsten müssen wir ihn kriegen. Da können wir einfach einen ganz normalen Tackle machen. Die Energie werden wir auf jeden Fall wegbekommen. Zack. Super. Haben wir echt noch geschafft? Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich bin froh. Anton. Super, Anton. Pummeluff. Auch noch. Pummeluff, zeig doch mal was für Erholung. Auf den machen wir. Bam. 1, 2 und schwupp. Hat er verlernt und wieder gelernt. Sehr cool. Besser geht's doch gar nicht. Finde ich zumindest. Ziemlich cool. Oh nein! Du weißt, wie man kämpft, Rekrut. Du hast wirklich Talent. Du gewinnst 4160 Punkte. Nee, Dollar. Geld? Egal. So, jetzt kriegen wir einen Orden. Ausgezeichnete Arbeit, Rekrut. Wird deine Leistung vielleicht dir hier mit den Donnerorden stillgestanden? Abklatschen, bitte. Du hältst den Donnerorden von Major Bob. Es war meine Ehre, dich auszubilden. Nimm du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir das hier auf den Weg. Du erhältst ein Autogramm von Major Bob. Oh, super, danke. Du verstaust es im Itembeutel. Nicht ganz das, was du wartest, hm? Haha, keine Sorge, das ist noch nicht alles. Du erhältst TM Donnerblitz von Major Bob. Du verstaust es auch in der TM-Box. Erhält die Attacke Donnerblitz. Bring sie deinem Elektro-Pokémon bei und die wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rekrut? Klar. Ja, freut er sich jetzt? Oh, guck mal. Tim ist zwar von der Anspannung erschöpft, aber es ist noch nicht am Ende. Geheime Techniken. Achso. Komm, wir müssen spielen. Ah, das reicht auch, ne? Genug gespielt. Süß. Yes, das war doch mal gar nicht so schwer. Hätte gedacht, hätte es schwere Erinnerungen gehabt, aber wir hätten die richtige Pokémon am Start, würde ich sagen. Mit den falschen, hätten wir jetzt nur Wasser-Pokémon gehabt, wären wir wahrscheinlich baden gegangen. Höh. Sehr gut. Das ist schon nervig hier, ne? Ja, ja, los. Das Mädchen steht auch da, als ob du irgendwas von mir will. Guck mal. Das Misty wieder. Hallo, du. Wow, du hast also echt Major Bob besiegt. Die reife Leistung, du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du dir auch ein Päuschen verdient. Misty hat deine Pokémon wieder fit gemacht. Geil, danke. Hm, warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird mir ein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Dicta-Höhle? Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Ja. Alles klar, dann geht los. So, lass uns kurz zeigen, die Höhle. Da wären wir, das ist die Dicta-Höhle. Sie heißt so, weil sie von Dicta gegraben wurde. So, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen, vielen tollen Pokémon. Super. Ja, das war's dann für heute. Ich danke fürs Zuschauen und mal sehen, wie es nächstes Mal weitergeht. Bis dahin, tschüss.